Haben Sie eine Geschlechtskrankheit? Wenn ja, welche? Und Verdauungsprobleme? Ja, und welche? Was? Wie geht das? Nein, habe ich nicht, aber würde mich wundern, warum mir so eine Frage gestellt wird an der Stelle. Das finde ich nicht gut. Das ist eine persönliche Frage, die in einem Vorstellungsgespräch nichts zu suchen hat. Geschlechtskrankheiten? Das ist eine Frage, die wohl keiner so gerne beantworten möchte. Heimischen Arbeitslosen wird allerdings empfohlen, diese und 271 weitere intime Fragen zu beantworten. Von Fragen zur Lebenseinstellung bis hin zu psychischen Krankheiten ist hier alles dabei. Laut einer Recherche des Online-Mediums ZackZack stammt die Software von der deutschen Firma Jobnet AG. Verwendet wird sie aber auch vom AMS und dient zur Bewertung der Fähigkeiten von Arbeitslosen. Datenschutzexperte Thomas Lohninger zweifelt, ob hier alles mit rechten Dingen zugeht. Also dieser Fragebogen geht eigentlich überhaupt nicht, so wie das gemacht wurde. Hier ist wirklich in den intimsten Lebensbereich der Arbeitssuchenden eingegriffen worden. Und die Rechtsgrundlage ist sehr zweifelhaft. Hätte man sich das kurz mal angeschaut, hätten da eigentlich alle Alarmglocken schrillen müssen. Diese Daten werden personalisiert erhoben und werden dann in Deutschland gespeichert. Wir wissen nicht, was sonst noch damit passiert. Angeblich bekommt das AMS keine konkreten Antworten zugeliefert. Sie erhalten lediglich eine Punktezahl, die zur Bewertung der Person dient. Auf Twitter zeigt sich selbst AMS-Vorstand Johannes Kopf sichtlich überrascht. Ich persönlich teile die Verwunderung über einzelne Fragen des Tests. Wir werden die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit des Einsatzes überprüfen und uns bei den AMS-Trägern auch vergewissern, dass die Freiwilligkeit einfach verständlich, klar kommuniziert und sichergestellt wird. Das Ausfüllen der Tests ist freiwillig. Wer allerdings auf der Suche nach einem Job ist, fühlt sich schnell mal unter Druck gesetzt. Somit ist Freiwilligkeit in dem Kontext ein heikler Begriff. Angeblich wurde da auch überhaupt nicht darauf hingewiesen, dass man das verweigern konnte. Sprich, das steht auf sehr tönernen Füßen und wahrscheinlich hat das AMS hier sich illegal verhalten. Leider gibt es hier wenig Anlass zur Hoffnung. Das AMS hat in der Vergangenheit schon den Konflikt gesucht, ist gerade vor Gericht gegen die Datenschutzbehörde, weil man eben nicht bereit ist, dazu zu lernen. Also es braucht da ein Umdenken und vielleicht auch einen Führungswechsel im AMS. Ansonsten befürchte ich, wird die Situation nur schlimmer. Auf Nachfrage bekommen wir vom AMS folgende schriftliche Stellungnahme. Das AMS überprüft derzeit intern ergebnisoffen den Einsatz des Fragebogens. Bis zur abschließenden Klärung wurden die Fragen zur Gesundheit ausgesetzt. Denn manche Dinge muss man einfach nicht beantworten, vor allem wenn es um die intimste Privatsphäre oder die eigene Gesundheit geht. Also ich habe so mit sowas nie Probleme gehabt, aber ich würde das auch nicht. Das ist nicht, das kann mich keiner zwingen. Ja, finde ich zu persönlich. Eher sachlich bleiben. Hat in dem Kontext keine Relevanz, würde ich sagen. Ja, wirkt diskriminierend.